Herzlich willkommen zum zweiten DFG-Exkursgespräch. Heute mit Professor Dr. Andreas Reckwitz. Er ist deutscher Soziologe und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich freue mich, Herr Reckwitz, dass wir Sie haben gewinnen können für dieses Gespräch, in dem wir eine wichtige Frage klären wollen, nämlich: Wie erreichen wir eine möglichst resiliente Gesellschaft? Hallo, Herr Reckwitz. Guten Tag, Herr Büx. Also, wie funktioniert das? Wie kriegen wir eine möglichst resiliente Gesellschaft hin? Dafür erklären wir vielleicht als erstes mal den Begriff Resilienz, viel benutzt, kennen viele Menschen vor allem, wenn wir über Individuen sprechen, bei Gesellschaften vielleicht noch nicht so gängig. Aber was genau ist Resilienz? Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also ursprünglich stammt ja der Begriff der Resilienz aus der Physik oder der Werkstoffkunde. Und das meint zunächst einmal so etwas wie Widerstandsfähigkeit. Also man kann sich das vorstellen, dass ein Körper, also den man stört, zum Beispiel ist ein Ball, in den man hineinboxt, wenn der am Ende dann die gleiche Form wiedererhält wie vorher, dann würde man also von einem widerstandsfähigen, also von einem resilienten Objekt reden. Also das ist gewissermaßen, es reagiert flexibel auf Störungen und bewegt sich in den Ausgangszustand zurück. Das ist jetzt erstmal ganz platt gesagt, das, was man unter Resilienz verstehen könnte. Wenn man das jetzt aber natürlich bezieht auf Individuen oder auf ganze Gesellschaften, wird das ja sehr viel komplizierter. Und der Begriff ist dann auch, also ungefähr seit den 1990er Jahren, zunächst einmal in der Psychologie sehr breit und immer breiter eigentlich angewandt worden, also auf Individuen bezogen worden, also Widerstandsfähigkeit von Individuen. Zum Beispiel auch auf Kinder zunächst einmal, wo man dann festgestellt hat, dass einige oder manche Kinder sehr viel robuster, auch zum Beispiel mit frühkindlichen Traumata umgehen als andere. Dann hat man denen also eine größere Resilienz attestiert. Dann ist man dazu übergegangen, dass es aber nicht nur um Diagnose, sondern auch um Therapie geht. Also die Frage, wie werden Individuen resilienter? Wie können wir als Individuen resilienter werden? Also wie können wir besser mit Störungen umgehen? Und dann der nächste Schritt, also der dritte Schritt, und das ist ja das, was uns dann besonders interessiert, also die Übertragung auf soziale Einheiten, also auf Organisationen, auf Institutionen und dann sogar auf ganze Gesellschaften, auch auf die Politik. Und das ist ja genau das, was, denke ich, im Moment auch ansteht. Also diese Frage auch, da ist natürlich die Corona-Krise ein ganz konkreter Anlass. Wie können Gesellschaften resilienter werden oder sollte überhaupt Resilienz ein Leitwert auch von spätmodernen Gesellschaften werden? Naja, und in der gegenwärtigen Situation, in einer Gesellschaft, die viel über Corona spricht, ist es natürlich ein vielleicht hoher Wert, resilient, zu sein, Resilienz zu haben in der Gesellschaft. Also, wie können wir es erreichen? Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Also zunächst einmal müsste man ja auch sagen, resilient wogegen? Das ist ja erstmal das Problem, nicht? Also bei Individuen, da kann man sagen, gut, die Individuen sollen resilient werden gegen alle möglichen Störungen in ihrem Leben, Katastrophen, Krisen, berufliche Art, private Art und so weiter. Und wie sieht das aber jetzt bei ganzen Gesellschaften aus? Also was man natürlich relativ konkret sagen kann, ist, also es gibt bestimmte Krisenmomente oder Störungselemente, in denen Gesellschaften ihre Verletzlichkeit zeigen und in denen man dann Resilienzinstrumente entwickeln könnte. Also zum Beispiel ganz konkret Pandemie. Das ist ja das, was jetzt ansteht. Dann könnte man sagen, also wie schützt man sich besser oder gegen Pandemien in Zukunft? Also zum Beispiel ein bestimmtes Gesundheitssystem ist ja natürlich ein wichtiges Element oder auch bestimmter Katastrophenschutz und so weiter. Oder man kann jetzt ein anderes Krisenmoment nennen wie terroristische Anschläge und dann fragen, wie kann man dagegen resilienter werden? Also gegen einzelne, also definierbare Störungselemente kann man natürlich versuchen, ganz konkret Resilienzmaßnahmen zu entwickeln. Aber das Problem oder das Schwierige mit den Störungen oder den gesellschaftlichen Störungen ist ja, man weiß ja gar nicht, woher die nächsten Störungen kommen werden. Ja, also eigentlich, wenn man Resilienz entwickeln will, müsste man ja gegen alle möglichen Störungen resilient werden. Aber die nächste große Störung könnte ja zum Beispiel ein digitaler Crash sein, globaler Art. Und dann sind wir mit unseren ganzen Digitalisierungsinstrumenten, die wir im Moment so eifrig entwickeln wegen Corona, das hilft uns dann überhaupt nicht weiter. Ne? Also dann müssten wir vielleicht ganz andere Instrumente haben. Und das ist ja das Trickreiche mit der Resilienz. Man weiß nicht, woher die nächsten Störungen kommen. Also man bräuchte im Grunde so eine Art
man könnte sagen, Breitbandantibiotikum gegen alle möglichen Störungen. Und das ist ja auch genau das, was in der Psychologie eine Rolle spielt. Also die Psychologen sagen einem ja auch, natürlich weiß ich nicht, woher in meinem Leben als nächstes die Störfaktoren kommen. Das kann was Gesundheitliches sein, das kann was Familiäres sein, das kann was Berufliches sein, aber man müsste im Grunde Kompetenzen entwickeln, die gegen potenziell alle diese Störungen eigentlich einen zwar nicht immunisieren, aber doch besser schützen. Also zum Beispiel sowas wie Emotionsregulierung spielt dann ja bei Individuen immer eine Rolle. Also wie gehe ich mit negativen Emotionen um? Wie entwickle ich sowas wie Selbstwirksamkeit? Und jetzt könnte man fragen, wie sieht es bei Gesellschaften aus? Also gibt es auch so eine Art gesellschaftliches Breitbandantibiotikum für Resilienz? Da könnte man soziologisch überlegen, zum Beispiel so etwas wie Vertrauen in Institutionen spielt sicher eine große Rolle, weil in solchen Krisenmomenten, Störsituationen, geraten ja Routinen aus dem Tritt und Institutionen, also zum Beispiel staatliche Institutionen, werden dann natürlich wichtiger. Das sehen wir ja in der Corona-Krise. Und wenn aber also ein Grundvertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Institutionen zu beobachten ist oder das der Fall ist, dann ist man gewissermaßen resilienter. Also wenn ein geringes Vertrauen in Institutionen da ist, dann agiert jeder so, wie er will und auch gegen die staatlichen Vorgaben und dann ist das vielleicht eher ein Zeichen geringer Resilienz. Also das wäre zum Beispiel also ein ganz klassisches, ja eigentlich Resilienzelement, Vertrauen in Institutionen oder auch sowas wie Kooperationsfähigkeit innerhalb der Politik. Also das wären mögliche und sagen Querschnittkompetenzen der Gesellschaft, die vielleicht Resilienz zwar nicht sichern können, aber doch vielleicht anregen können. Das Vertrauen alleine hätte auch schon genügt, dass es keinen Klopapiernotstand gegeben hätte am Anfang der Pandemie. Also es gab ja genug Material und Nachschub und nur die Angst davor, es könnte zu wenig geben, hat dafür gesorgt, dass die Leute gehamstert haben. Hätte es Vertrauen gegeben, die Logistik stimmt und funktioniert, dann hätte es da den Notstand nicht gegeben, da hätte es uns weitergeholfen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, wenn ich Vertrauen haben soll in die staatlichen Staaten, dann muss ich aber auch wissen, dass die 400 Millionen Masken eingelagert haben und einmal Handschuhe und Jodtabletten und Trinkwasser und Generatoren und so weiter. Also das Vertrauen muss auch erstmal verdient werden. Das ist ja genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, blindes Vertrauen zu haben, sondern die Institutionen müssen ja auch vertrauenswürdig sein. Aber dieses Element mit dem Vertrauen, das ist gar nicht so trivial, wie es vielleicht klingt. Es gibt ja auch teilweise Untersuchungen, also in verschiedenen Nationalgesellschaften, wie groß ist das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen? Und zum Beispiel skandinavische Länder haben da meistens sehr hohe Werte. Also da gibt es ein hohes, also Dänemark, Schweden und so weiter, ein hohes Vertrauen in staatliche Institutionen. Das haben die sich natürlich auch irgendwie verdient. Das ist ja kein blindes und unreflektiertes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, sondern die haben offenbar auch die Erfahrung gemacht. Also auch im Krisenfall klappt es ganz gut. Und dann kann man auch vertrauen. In einem Land wie Brasilien wird sicher das Vertrauen in die staatlichen Institutionen sehr viel geringer sein, aus gutem Grund. Also insofern, die Institutionen müssen eben auch dieses Vertrauen entwickeln. Das Vertrauen ist auch selber ja eine durchaus fragile Größe. Aber wenn die Institutionen so sind und die Bürger auch, das Vertrauen da ist, dann wäre das wahrscheinlich schon eine Voraussetzung auch für größere Resilienz in Gesellschaften. Oder eben auch das zweite Element, was ich vorhin nannte, Kooperationsfähigkeit der politischen Akteure. Also, dass jetzt vereinfacht gesagt nicht aus jeder Krise ein politisches Süppchen gekocht wird, wie wir das ja in den USA dann unter Trump noch hatten. Also, dass dann auf einmal die Corona-Krise selber, also ob man Masken trägt oder nicht, das war dann eine Frage, ob man Demokrat oder Republikaner ist. Also, wenn gewissermaßen die Krisen immer nur genutzt werden, also für neue politische Konflikte, dann ist auch das etwas, was eher die Resilienz der Gesellschaft schwächt. Aber lassen Sie uns mal die Axt noch tiefer anlegen am Stamm. Wenn der Leitwert wirklich Resilienz ist einer Gesellschaft, was bedeutet das für eine Gesellschaft? Jetzt so weit gedacht, wie Sie es angedeutet haben, sich nämlich vorzubereiten auf alle möglichen Eventualitäten. Ja, genau. Also wir sind ja jetzt erstmal fast implizit davon ausgegangen, in unserem Gespräch, Resilienz ist etwas Positives und also Gesellschaften sollten Resilienz entwickeln. Das ist eigentlich ein legitimer Wert, was ich in gewissem Umfang auch nachvollziehen kann. Aber man sollte sich tatsächlich erstmal klar werden, auch welcher Perspektivwechsel oder auch welcher Paradigmenwechsel das eigentlich für die Politik bedeutet, wenn sie umswitchen würde, sie tut es ja noch nicht vollständig, aber wenn sie umswitchen würde in Richtung Resilienz, denn das wäre schon ein ganz grundsätzlicher Wandel der Perspektive auf Gesellschaft und Politik. Also, weil man im Grunde davon ausgehen kann, dass ganz grundsätzlich moderne Politik
davon ausgeht, dass es eine Art positiven, offenen Zukunftshorizont gibt. Das ist also seit der Aufklärung so, seit dem 18. Jahrhundert, haben wir ja auch Fortschrittsmodelle in der Gesellschaft, die die Politik auch prägen. Also man geht im Grunde davon aus, dass die Zukunft in positiver Hinsicht offen ist, also dass die Zukunft einen Möglichkeitshorizont bietet für Entwicklung in Richtung mehr Emanzipation, mehr Freiheit, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Wohlstand und so weiter. Also gewissermaßen positive Erwartungen gegenüber der Zukunft. Und was wir jetzt aber haben in Richtung, wenn die Perspektive auf die Gesellschaft sich in Richtung Resilienz verschiebt, dann haben wir im Grunde eine Verschiebung in Richtung dessen, was man in der Politik des Negativen nennen könnte. Also wir gehen dann eher davon aus, die Zukunft hält Krisen bereit, sie hält Katastrophen bereit, sie hält negative Ereignisse bereit. Klimawandel, terroristische Anschläge, Pandemien und so weiter. Die Gesellschaft ist also verletzlich und man muss sich dafür rüsten, dass diese negativen Ereignisse entweder nicht eintreten oder abgemildert eintreten oder wenn sie eintreten, dass man trotzdem damit fertig wird. Aber das ist eine ganz andere Perspektive. Also nicht mehr die Zukunft als ein positiver Horizont, als eine offene, also quasi eine offene Zukunft im positiven Sinne für Reformen, sondern eben die Zukunft eigentlich als etwas, die negative Ereignisse, Katastrophen und Krisen bereithält und auch auf das Individuum bezogen. Man kann sich das sehr gut vorstellen, also ein Individuum, das dann nicht mehr die möglichen positiven Entwicklungsmöglichkeiten sieht, sondern eben die ganzen Einschläge und Krisen und Katastrophen, die einsetzen können. Das ist eine andere Perspektive auf das Leben, auf die eigene Biografie und auch bei der Gesellschaft ist es auch so. Also die Gesellschaft gewinnt dann einen anderen Blick auf sich selbst. Ja, ist das nicht ein Stück weit ganz normal? Jetzt haben wir seit der Aufklärung vielleicht an unserem Haus, Gesellschaft gearbeitet und gebaut. Es ist immer moderner oder filigraner geworden, auch wertvoller. Und je wertvoller das ist, was man erreicht hat, desto eher ist man an einem Punkt, es auch schützen zu wollen. Oder würden Sie sagen, nein, eigentlich müsste doch theoretisch diese Denkweise einmal benannt werden, die wie Zukunftsgläubige, Fortschrittsgläubige. Und wenn die doch so tief in uns verankert ist als Gesellschaft, lasst sie uns nicht in Frage stellen von dem Ja, Streben nach Resilienz. also das ist eine schwierige Frage. Also also zunächst mal könnte man sagen, also dass diese Perspektivverschiebung Richtung Resilienz, dass das ja auch so eine Art fast Erwachsenwerden von Gesellschaft bedeutet. Also man ist nicht mehr so naiv und geht davon aus, dass die Zukunft einen positiven Möglichkeitshorizont und nur diesen bereithält, sondern man hat ja auch gelernt aus den, zum Beispiel auch den vielen Krisen in den letzten 10 Jahren und sieht ja, da kommen ja immer wieder negative Ereignisse, die sich auch nicht völlig vorher abwenden lassen. Das lässt sich nicht völlig kontrollieren, das lässt sich nicht völlig steuern. Das ist natürlich auch eine Enttäuschung dieses Steuerungs- und Planungsgedankens der Moderne. Also dieser Hoffnung, alles ließe sich steuern und planen, das ist nicht so. Und wenn man jetzt also auch den Fortschrittsoptimismus gewissermaßen etwas zurückschraubt, dann ist das zunächst einmal vielleicht auch ein Ergebnis einer bestimmten Selbstreflexion und insofern auch eigentlich eine vernünftige und kluge Strategie. Das würde ich zunächst einmal auch so sagen. Und das passt ja auch zu einer generell skeptischeren Haltung gegenüber dem Fortschritt, was sich ja zumindest in den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausgebildet hat. Ob das auf globaler Ebene so der Fall ist, wäre nochmal eine andere Frage. Also man könnte sich wirklich fragen, ob diese stärkere Fortschrittsskepsis nicht wirklich ein europäisches, vielleicht auch nordamerikanisches Phänomen ist, das in Ostasien zum Beispiel durchaus anders aussieht. Aber wir haben eben im Westen, also im alten Westen, haben wir so einen Rückbau von Fortschrittshoffnungen. Das ist ja schon seit der ganzen Ökologiedebatte in den 70er Jahren der Fall. Trotzdem, der Fortschrittsgedanke ist ja nicht, der ist ja nicht passé. Also wenn wir uns die Wissenschaft ansehen, die Technik und so weiter, also wir haben hier weiterhin Fortschrittsmotive. Aber auf der anderen Seite könnte man sagen, also wenn allerdings die Fortschrittshoffnungen oder diese Vorstellung Zukunft als positiver Möglichkeitsraum in der Politik immer mehr sich reduziert und der Resilienzgedanke immer stärker wird und damit ja auch der Sicherheitsgedanke, der Präventionsgedanke, der Risikogedanke, dann hat das auch Kosten. Also dann hat das auch Nachteile. Und ich denke, der Nachteil ist sicherlich, ob man nicht am Ende also die Möglichkeiten auch von Steuerung in einer Weise reduziert, wie es gar nicht nötig wäre. Also dann hätte man am Ende eine Gesellschaft, in der es nur noch darum geht, ist etwas zugespitzt gesagt, das Schlimmste zu verhüten, aber gar nicht mehr positive Ziele wie zum Beispiel Autonomie, Freiheit, soziale Gerechtigkeit zu erreichen,
Das wird dann eigentlich in den Hintergrund geschoben, weil man nur noch auf Sicherheit, Prävention, Risiko, Resilienz fixiert ist. Also das wäre der Preis, und dann ist die Frage, ob wir so weit sind, dass wir diesen Preis bereit sind zu zahlen, oder ob wir sagen, da hat sich dann am Ende gewissermaßen das Pendel zu sehr zu der anderen Seite, ist zu sehr ausgeschlagen. So weit sind wir ja auch noch gar nicht, aber ich denke, wir sollten uns schon klar machen, also gerade weil der Resilienzbegriff ja jetzt so prominent ist, auch in der Debatte, also welche auch negativen Folgen das haben könnte, wenn wir uns also zu sehr auf diesen Wert der Resilienz fixieren. Und praktisch übersetzt würde das bedeuten, der Staat gibt mehr Geld aus für die Berufsfeuerwehr, für den Katastrophenschutz, lagert Vorräte ein, hat vielleicht ein Backup-System für die IT-Infrastruktur im Land, wo Server aufrechterhalten werden, nur für den Notfall. Wir haben mehr medizinische Notfallkapazitäten, vielleicht mehr Betten jetzt, die uns gut tun würden, oder Ja. Beatmungsgeräte, die sonst eigentlich nicht gebraucht werden. Und all das, wenn man das jetzt auf verschiedene Katastrophenszenarien überträgt, würde in der Summe dann einen solchen Aufwand bedeuten, dass wir uns an anderer Stelle eine Entwicklungsmöglichkeit nehmen, wo wir das Geld nicht ausgeben. Das ist es quasi übersetzt, was Sie sagen möchten. Also man kann das eben finanziell durchrechnen, so wie Sie das ja jetzt gerade angedeutet haben, dass das eben auch sehr teuer ist. Also Resilienz ist eine, also wenn man sich jetzt wirklich gegen alle möglichen Eventualitäten absichern will, dann ist das eigentlich eine sehr teure Angelegenheit. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, man könnte sagen, worauf richten wir unsere politischen Energien? Ja, das ist ja auch eine Frage der Aufmerksamkeit und auch der zum Beispiel der Verwaltung. Also worauf richtet sich die Verwaltung in ihrer Energie? Also um ein Beispiel zu geben, also wir hatten ja in den letzten 10 Jahren, vielleicht 7 Jahre dieser 10 Jahre hatte man den Eindruck, die Politik befindet sich im Wesentlichen im Krisenmodus. Ne? Da ist also eine große Krise, also wir erinnern uns nochmal zurück vor 13 Jahren die Finanzkrise, und auch einfach die globale Politik oder zumindest die europäische Politik und die nordamerikanische vielleicht 3 Jahre lang primär beschäftigt hat. Ja? Eins folgt ja aufs nächste, da kam die Euro-Krise, die Griechenland-Krise, das war ja alles mit der Finanzkrise zusammen, das ging bis 2011 oder so, und das absorbiert ja auch sehr viel auch politische Energie, politische Fantasie und so weiter. Und dann jetzt die Corona-Krise beschäftigt uns ja jetzt auch schon seit 1,5 Jahren, und das werden sicherlich noch etwas, wird noch etwas mehr Zeit ins Land gehen, bis die vorbei ist. Also das ist jetzt überhaupt keine Kritik. Die Politik muss sich ja auch damit beschäftigen. Nur jetzt aus der soziologischen Perspektive sieht man ja, also wenn die Politik so lange in einem Krisenmodus ist oder dann vielleicht am Ende in einem Resilienzmodus, beschäftigt sie sich ja auch primär mit diesen Fragen und andere Fragen, die vielleicht aber auch relevant sind und wo es aber eher darum geht, jetzt positiv etwas zu entwickeln, ja, also gar nicht jetzt zu reagieren, sondern zu agieren, geraten dann in den Hintergrund. Und das ist sicherlich zunächst mal eine bemerkenswerte Entwicklung und vielleicht ja auch eine problematische Entwicklung. Das bedeutet, während Finanzkrise, Eurokrise, manche Leute haben von der Flüchtlingskrise gesprochen, jetzt die Corona-Pandemie oder Covid-19-Krise, würden manche Soziologen sagen, vergleicht's mal mit anderen Zeiten, und auch wenn wir den Syrienkrieg dazu nehmen und die Konflikte mit Russland, wahrscheinlich ging es uns so gut wie noch nie, und trotzdem reden wir die ganze Zeit von Krise, fixieren uns in unserer Thematik und Diskussion auf das Problem und auf die Krise, und deswegen fehlt uns Kapazität auch in der Diskussion auf zukunftsgewandte, fortschrittliche Themen. Ist es das? Ich würde nicht sagen, dass es uns zu gut geht. Also das ist nicht der Punkt. Also diese Krisen waren ja real und auch die Corona-Krise ist ja jetzt real und es ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass die Politik darauf reagiert. Aber wenn man jetzt etwas einen Schritt zurücktritt, sieht man aber, dass was der politische Apparat, wenn eine solche Krise eintritt, sich dann ich meine, er macht ja auch noch andere Dinge, bestimmte Aufgaben müssen ja auch weiterlaufen, aber jedenfalls dann, wo es um neue Entscheidungen geht, also ist der politische Apparat dann gewissermaßen absorbiert mit dieser einen großen Krise. Eine andere Möglichkeit wäre ja vielleicht, dass man trotzdem, also selbst trotz Krise, auch weiterhin, also andere Planungen weiterlaufen lässt und auch längerfristige Diskussionen auch weiterlaufen lässt. Das betrifft übrigens ja auch die Medien, das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht nur die politische Verwaltung, sondern die Medien sind ja auch absorbiert durch die eine große Krise, berichten dann auch nur noch darüber. Andere
Ereignisse finden nicht statt oder andere gesellschaftliche Probleme sind dann nur wieder relevant, wenn sie im Zusammenhang mit der Krise stehen. Also wie wir das ja jetzt gesehen haben, der Niedriglohnsektor wird auf einmal sichtbar in der Corona-Krise. Gut, dann wird dieses Problem auch diskutiert, aber im Zusammenhang wiederum mit der Corona-Krise. Also das ist sicherlich auch eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung sowohl der Medien als auch der politischen Verwaltung, also dass sie zu so einer Art Ein-Themen-Fixierung dann neigt, wenn dann einmal eine solche Krise eingesetzt hat. Es ist gar nicht so einfach, da einen anderen Weg zu finden, aber ich denke, man muss es jetzt erstmal feststellen, dass diese Tendenz da ist. Machen wir es noch schlimmer. Nehmen wir eine riesige Krise, die Klimakrise, und überlegen, was bedeutet resiliente Gesellschaft? Wäre dann in Ihrer Definition die resiliente Gesellschaft, die vielleicht höhere Dämme baut, damit ein ansteigender Meeresspiegel kein Problem für Norddeutschland ist? Ja, also Oder ist jetzt auch das Umswitchen auf weniger CO2 emittieren, also diese langfristige Lösung, die doch wahrscheinlich Jahrhunderte dauert, bis sie dann wirkt oder das Problem zumindest mildert, ist das auch ein einer resilienten Gesellschaft? Das ist für mich schwierig auseinanderzuhalten. ja. Also das ist sicher ein sehr interessanter Punkt, weil wir da natürlich auch sehen, wie es dann doch nochmal unterschiedliche Strategien geben kann. Also jetzt Resilienz in einem strikten Sinne würde ja wirklich bedeuten, also man geht davon aus, die negativen Ereignisse werden eintreten und man entwickelt aber eine Widerstandsfähigkeit dagegen. Also wenn sie eintreten, puffert man sie gewissermaßen ab. Ja? Also dass die Konsequenzen nicht so dramatisch sein werden. Und Resilienz im Zusammenhang mit dem Klimawandel würde dann tatsächlich bedeuten, also wie das Beispiel, das Sie gerade genannt haben, also dass man auch zum Beispiel sich gegen Hitzekatastrophen in den Metropolen absichert. Also dass man dann zum Beispiel, da gibt es ja einige Strategien, also wie man zum Beispiel auch die Hitzewellen abmildern kann durch entsprechende Gebäudetechniken und so weiter. Das wäre eine Resilienzstrategie. Und man sieht auch, dass das durchaus vernünftig ist. Also gar nichts zu tun wäre sicherlich auch keine Lösung. Also man muss schon damit rechnen, das wird eintreten und dann hat man da bestimmte Techniken eingesetzt, um das Ganze abzumildern, sich abzupuffern und so weiter. Aber gerade da sieht man ja natürlich sehr gut an diesem Fall, dass eine reine Resilienzstrategie eben sehr defensiv ist. Also die reine Resilienzstrategie setzt ja, man könnte sagen, auf Anpassung statt auf Veränderung. Also man passt sich gewissermaßen an die negativen Ereignisse an, aber dass man sie verändern, also dass man die Ursachen des Ganzen verändern kann, würde dann ja gar nicht in den Blick geraten. So ist es aber ja auch gar nicht, denn die Klimapolitik ist ja eine, die ganz offensichtlich nicht nur auf Resilienz abzielt, sondern eben tatsächlich auch teilweise darauf, an den Wurzeln anzupacken und dann zum Beispiel durch veränderte Energietechniken, also die Ursachen selber, wenn zwar nicht zu verhindern, aber so doch abzumildern. Also insofern, das würde man vielleicht eher auch als eine Politik der Prävention bezeichnen. Ja, also das sind eine eher Präventivmaßnahmen. Und Prävention ist ja immer aktiver als Resilienz. Also die Prävention versucht ja schon auch die Ursachen zu beeinflussen, damit die negativen Ereignisse vielleicht weniger eintreten oder gar nicht eintreten. Also insofern ist das natürlich auch eine Politik, die irgendwie mit negativen Dingen rechnet, aber sie ist aktiver, sie ist präventiver. Also da sehe ich schon einen Unterschied. Aber ich denke, das Beispiel mit dem Klimawandel ist wirklich sehr gut, weil man dann sieht, also eine strikte Resilienzstrategie wäre eben dann doch eine sehr defensive Strategie. Also dann sortieren wir das und unterscheiden zwischen Resilienz und Prävention, aber auch gleichzeitig haben wir im Hinterkopf, dass Sie gesagt haben, naja, wo bleibt denn die Energie und vielleicht auch das Geld für die Zukunftsthemen und für das Vorwärtsgewandte? Gibt es denn einen goldenen Mittelweg? Ich höre schon bei dem, was Sie sagen, heraus, rein auf Resilienz sich einzustellen, wäre Ihnen zu platt. Ja, also jetzt muss man dazu sagen, also Soziologe ist hier nicht meine Aufgabe, normative Programme zu formulieren. Also ich bin ja kein Politiker, sondern als Soziologe was ich machen kann, ist eben zu sagen, also wenn wir auf X setzen, folgt daraus Y. Ja, also wenn wir diese Strategie verfolgen, dann heißt das das und das und das hat dann möglicherweise diese positiven und negativen Konsequenzen. Und wollen wir diese negativen Konsequenzen, wollen wir mit denen leben oder nicht? Das ist ja dann wieder die Frage der Gesellschaft und der Politik, ob man das will oder nicht. Also insofern, aber das, was ich eben mache, ist eben, dass ich immer versuche, etwas als Soziologe Wasser in den Wein zu schütten und zu sagen, Resilienz, das ist zwar jetzt in vieler Hinsicht sicher auch eine vernünftige Strategie, aber man sollte sehen, was man sich damit auch einhandelt. Und dann ist die Frage, will man sich das einhandeln oder nicht?
Also das Aber ist ich das. weiß, dass Sie schon auch eine Ecke weiterdenken. Sie haben so eine schöne Metapher vom Standbein und vom Spielbein. Also ein bisschen über Lösungen denken Sie schon auch nach. Ich denke auch über Lösungen nach. Das sind aber jetzt Vorschläge, wo man, das sind ja dann eher politische Vorschläge. Tatsächlich, also man könnte sagen, das hatte ich ja auch formuliert in einem Text, also diese Frage, das Verhältnis zwischen Resilienz einerseits und einer eher positiven Politik der offenen Möglichkeiten, das könnte man sich so vorstellen wie mit der Metapher von Standbein und Spielbein. Also man kann sich, also Standbein heißt, also erstmal geht es darum, sich abzusichern, ja, und es geht darum, auch eine Infrastruktur aufzubauen, sodass ein negative Ereignisse gewissermaßen nicht umhauen. Das ist auch völlig vernünftig, also so ein solches Standbein zu haben. Das gilt ja auch auf Individuen bezogen. Also sich in Resilienz zu üben, ist sehr vernünftig, damit einen nicht irgendwelche Krisen, die eintreten können, sofort aus der Bahn bringen und dann vielleicht psychische Erkrankungen eintreten und so weiter. Also das wäre das Standbein. Aber das ist noch nicht alles. Das ist so etwas wie ein Fundament. Und dann könnte man aber sagen, Spielbein, das wäre dann genau so etwas wie eine Politik oder auch eine Lebensführung, die eben auch mit positiven Möglichkeiten in der Zukunft rechnet oder versucht, auch diese positiven Möglichkeiten eben auszuschöpfen. Das wäre das Spielbein. Also auf der einen Seite diese skeptische Haltung, dass man bestimmte Infrastruktur zur Absicherung einrichtet und auf der anderen Seite aber auch durchaus wieder weiterhin die Möglichkeit, also der positiven Zukunftsgestaltung. Also es gibt ja in der Psychologie auch diese Unterscheidung Resilienzpsychologie und Psychologie des Selbstwachstums, nicht? Also Resilienz, das Psychologie, das wäre genau das, also eine Psychologie, die das Individuum darin versucht zu trainieren, dass es mit den Krisen umgehen kann, dass es also nicht nach den Krisen untergeht. Aber Psychologie des Selbstwachstums, die setzt ja gerade darauf, das Individuum kann mehr, es soll auch mehr können und wollen, sich nämlich entwickeln, sich positiv entwickeln, Selbstentfaltung und so weiter. Und also wenn wir auch auf Individuum bezogen, also ein Individuum, das sich nur noch jetzt um Resilienz kümmert und gar nicht mehr um Selbstwachstum, das wäre am Ende doch eine sehr beschränkte und sicherlich auch problematisch beschränkte Existenz. Und wenn man das auf Gesellschaften überträgt, kann man sich das ja ähnlich vorstellen. Lieber Herr Reckwitz, vielen, vielen Dank für Ihre Gedanken und vor allem der letzte, dieser Ausgleich, die Balance zwischen Standbein und Spielbein, den finde ich persönlich sehr spannend. Dankeschön. Und für Sie, ich darf Sie gerne hinweisen auf unser nächstes DFG-Exkursgespräch, dann zum Thema, wann beginnt der Missbrauch der Moral? Bis dahin und bleiben Sie gesund.